Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Ich sollte auch mal speichern, fällt mir gerade wieder ein. Am besten hier, ja. Sonst verrecke ich nochmal. Ich meine, verrecken tue ich sowieso, aber... Ach, ja, je. Was, ja. Egal. Wir brauchen Steine, wir brauchen Fleisch... Wir brauchen... Hoppala, schau, großer Stein. Aber zuerst sammeln wir den Papageienkörper ein, weil so mitnehmen können wir nicht. Die Feder hat keinen Platz. Großartig, es fängt schon wieder an zu regnen. Noch besser. Ich bin froh, dass die Pflanzen in unserer Umgebung nachwachsen, wenn wir sie ernten. Zumindest schaut es danach aus. Es ist sehr, sehr super. So, das hängen wir auf, weil somit haben wir eine höhere Überlebenschance. Ne? Es dauert natürlich ein Zeitl, bis sie wieder respawnen. Aber was man hat, hat man. So, Banane tun wir mal essen. Mahlzeit. Okay, und was trinken? So. Sehr gut. Dann lucken wir mal ein Stückchen. Da war irgendwo ein großes Steinchen. Hier haben wir ihn schon. Den tragen wir natürlich jetzt auch zurück. Dann können wir nämlich einen verwenden zum Essen kochen, den anderen zum Wasser machen, eventuell, wenn es sein muss. Beziehungsweise wird der, wo das Dach drüber ist, effektiver sein als alle anderen. Also als der zweite. So, boah, jetzt kommen die großen Steine, ne? Vorher ist kein einziger da und jetzt sind schon drei im selben Gebiet eigentlich. Boah, doch so viele. Wir brauchen viele Steine, also her damit. Halt! Wir brauchen viele Steine, so her damit. La 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 la. Steine wie fein, Steine wie fein. So. Na, das sollte man lieber nicht gehen, weil dann kriegen wir wieder Würmchen am Beinchen. Oh, ich bin müde. Das war's mit der Steinsuche. Ich bin müde, ich muss schlafen gehen. Jo. Na dann. Gutes Schläfchen. Es ist dann 9 Uhr abends. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Was war das jetzt gerade? Ich glaube, da hat jetzt irgendwie... da ist jetzt irgendwie das Spiel, glaube ich, nicht so recht mitgekommen. Egal. So. Hier haben wir nichts gefangen. Alter, das hört sich alles an hier, ne? Gluckel, gluckel. Eine unbekannte Frucht. Was können wir denn bitte... Aha, ist wieder eine andere. Ich traue mir ehrlich gesagt nicht mehr, die zu essen. Weil ich einfach schon wieder Angst habe, dass ich sterben könnte dadurch. So, zack. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Steinchen zusammen, bevor wir schlafen gehen müssen wieder, weil es dunkel ist. Ja, ein normaler Stein, okay. Ein großer Stein, perfekt. So. Schön langsam wird's ja. Wir sind eh schon wieder müde durchs Steine schleppen. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich schon wieder eine recht gute Zeit. Tatsächlich. Rosa Stein. Tatsächlich schlafen zu gehen. Oh.
Gehen wir schnell zur Matte. Wenn es noch ausgeht, wohl geht's ja aus. Alter, jetzt ist der schon wieder da, ne? Dieser eingeborene Typi. Okay, wir haben was am Haxen. Tatsächlich, hier haben wir was. Was ist denn das? Lagerfeuerasche hilft da auch nichts. Oje, ich habe keine Ahnung. Kokosnussfruchtfleisch ist auch verdorben, dass sowas geht überhaupt. Ich lege mich nochmal hin, glaube ich. Aber wenn die kommen hat, dann ziehen sie mir den Scheitel. Das kann ich nicht brauchen. Ich glaube, das passt. Oh, das singt immer noch da drüben. Das ist natürlich scheißlich ungut. Wir trinken mal was. Nein! Ich spiele hier immer im Lager herum, habe ich das Gefühl, ich komme nichts vorwärts. Das ist übel. Unbekannter Pilz getrocknet. Ich nehme das mal mit. Das Fleisch braucht noch ein bisschen. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir weiter Steine suchen. Haben wir da zufällig schon einen? Ein Palmenblatt, na, das brauche ich eigentlich nicht. Ich will nur einen Stein haben. Ja. In der Tat haben wir hier einen. So. Ah, mein Kopf ist wieder kaputt. Okay, dann wäre es Zeit, was zu essen, glaube ich. Verdorben ist die schon. Sammeln. Na, ich wollte jetzt nicht essen. Oh Mann, okay, man darf die sowieso auch nicht essen. Die Frucht ist nicht gesund für uns. Ich wollte eh sammeln, aber naja. Ist wieder mal, ich bin mit der Maus da nicht so ganz. Oh je. Diese Pilze. Banane essen, zerstören, hier, das tun wir mal essen, diese Nüsse hier, den Pilz tun wir einmal essen, keine Ahnung, ob er was bewirkt, hier, das können wir auch schon wegessen, das können wir auch schon wegessen, oh Mann. Ja, jetzt muss halt wieder speimen die nächste halbe Stunde, den ganzen Bart besser gesagt durch. Ah, warte, da ist wieder was verreckt. Das heißt, es gibt tolle Maden für uns. So, und einen Knochen, den wir gleich sammeln. Die Feder geht nicht, aber der Stein geht. Da vorne sind zwei Eingeborene, das ist sehr schlecht. Die Deppen kann ich eigentlich gar nicht brauchen. Schade, dass wir keine Heilerde haben. Aber das funktioniert, glaube ich, auch. Kohle? Ah, na, das funktioniert nicht. Oder doch? Warte mal, hilft Kohle? Tatsächlich, Kohle hilft gegen Lebensmittelvergiftung. Okay. Ja, das muss man halt auch wissen, ne? Oje. Hallo.
Alter. Und hin. Hey, mit einem? Das kann jetzt aber nett sein. Ehrlich? Das macht jetzt aber nicht wirklich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst gegen diese Ureinwohner gar nicht beikommen. Ich finde es jetzt nicht besonders super. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde das gar nicht super. Okay, das haben wir gemacht. Ich finde das mit den Ureinwohnern gerade nicht super. Vielleicht hätte ich mich auch verstecken sollen und warten sollen, bis sie weg sind. Das hätte ich machen können, vielleicht. Wenn die da durchmarschieren, ne? Ich habe keine Ahnung. La 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 la. Fakt ist halt auch, dass ich müde bin. Und auch bald wieder hungrig. Das heißt, eigentlich sollte ich schlafen gehen. Ah, diese Ureinwohner sind schon heftig. Das muss man. Ich wollte den kleinen Stein noch vorher mitnehmen. Das muss man schon sagen mal, ne? Dass diese. Die sind echt OP. Aber vielleicht nehmen die auch gleich viel Schaden wie ich, weil sie haben ja auch quasi, ne, keine Rüstung, ne? Ja, jetzt wollte ich gerade hingehen, ne? Er ist so ein Schwächling, ich kann nichts dafür. Es ist halt nämlich auch echt. Ja. Gehen wir gleich nochmal schlafen. Es ist wieder 7 Uhr morgens, das passt perfekt. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können so die Ureinwohner umgehen. Ich höre kein Singen. Okay, trinken wir mal eine Runde. So, warte. Da haben wir noch eine Schüssel. Da haben wir noch eine Schüssel. Gut. So und so. Okidoki. Ich würde sagen, wir speichern. So. Nehmen wir den. Ja. So. Und gehen wir weiter. Steine suchen. Großer Stein, da ist schon einer. Wieso spawnen die bitte auf dem Dach? Wahrscheinlich ist es nur ein kleiner Bug.
Also, ihr lieben Programmierer, falls ihr das hier hören tut, auf die Dächer wachsen Steine. Auf die hier. La 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 la. La 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 la. Ich denke immer, ich höre jemanden singen. So, sammeln. Wie gesagt, wofür man diese Knochennadeln wirklich braucht, kann ich nicht sagen. Ich weiß das nicht. So. Bin ganz leise, weil ich immer denke, da kommen sie jetzt. Dieses Viech. Aber ich bin sowieso sicher, dass ich bald mal einen Herzinfarkt kriege hier. Weil ich doch sehr angespannt bin. So. Essenstechnisch, was haben wir denn? Toll. Die können wir sammeln. Kokosnussfleisch verdorben. Das können wir nochmal sammeln. Gibt's wunderschöne Larven. Den werden wir gleich zum Trocknen aufhängen. Die müssen wir mal alle zerstören. Ich darf keine Pilze mehr mitnehmen. Ich muss mir das merken. So, zerstören, zerstören, zerstören. Nein, das hier. Zerstören, zerstören. Passt. 4 Tage. Aha, okay, das hält dann dreimal so lang, wie es ausschaut. Das ist super. So, wir müssen jetzt auch mal bitte was kochen, weil sonst schaut's für uns bald schlecht aus. Also, Feuerchen machen. Komm, benutzen. Hier, benutzen. Sehr gut. Und anzünden. So, die Larven trocknen schon. Da hätte noch eine Platz. Da drüben. Dachte ich, es hätte eine Platz, hat aber nicht. Na gut. Die Larve ist gekocht, die können wir essen. Die Made ist fertig. Disgusting. Ugh. Ja, ich weiß, es gibt Besseres zu essen, aber Freund der Berge, was soll man machen? So. Noch mehr Larven. Die können wir essen. Irgendwie geht das noch nicht so ganz. So. Larve gekocht, die werden wir essen. Die nächste werden wir essen. Und die hier werden wir wieder auf den Grill schmeißen. So. Kann der eigentlich auch so getrocknet werden? Schaut aus, ne? Oder auch nicht. Und auch die können wir essen. No, bad idea. Und natürlich kommt der Regen. Da drüben. Den gehen wir wieder so zum Trocknen hin. Genau. So. Okay. Was sagt unser schlaues Buch? Haben wir da was Neues? Ja, musste ich mal kurz husten. Steinklinge, Steinaxt, Fackel, Knochenmesser, Steinspeer, vierzackiger Speer, Pfeil, Feuer, Knochen, Haken, sonst ist da nichts. Okay. Mm.
kleiner Unterstand, Blätterbett, Hüttenunterstand, kleiner Bambusunterstand. Halter für Stock, Halter kleiner Stock, Halter langer Stock, Halter Holzscheit. Mehr nicht. Können wir mal sowas bauen anfangen, oder? Weil, da denke ich mir, wie ging das mit dem Drehen? So. Rechte Maustaste. Ah, oben bleiben. Ich denke mal, wenn wir das so machen. Ich will nämlich exakt dazwischen reingeben. Weil ich der Meinung bin, dass man so vielleicht einen kleinen Schutz, so eine kleine Mauer vielleicht für uns bauen könnten. So. Langer Stock, da haben wir schon mal einen irgendwo, glaube ich, oder nicht mehr? Nein, die haben wir verbraucht, oder? Schaut so aus. Das heißt, wir gehen Holz hacken. La 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 la. Da haben wir schon mal so ein Opfer. Tschu. Du schnettes Pflanzerl kaputt hauen. Du sollst den Baum schlagen. Alter. Passt. Zack. Und haben wir noch so einen langen Stock? Stock. Ja, etwas Fetthaltiges wie Nüsse. Ja, wir haben aber nichts. Ist auch nur ein normaler Stock, ne? Ja. Wir haben nur leider ein langes Stöckchen dabei einmal. Etwas Fetthaltiges wie Nüsse. Haben wir Nüsse? Ich habe nur Bananen. Kokosnuss wäre eigentlich auch fetthaltig, ne? Tap, 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 tap. Zum Kokosnusslager. So. Und immer feste drauf. Gut, dann trinken wir mal einen Schluck. Und dann tun wir sammeln. Und dann tun wir essen. Weil die haben das schon, oder? Fett, ja, Fett und Kohlenhydrate. So. Dann müssen wir mal schauen. Diese Dinger können wir wieder hier rundherum platzieren. Sauber trinken. Sauber trinken. Das ist auch sauber, können wir auch trinken. So. Dann haben wir hier noch zwei Schälchen. Geht, glaube ich, nur einer, ne? Ja. Dann können wir hier noch ein. Und na, den wollte ich nicht aufheben. Da. So. Nein, nicht die Feder. Das hier. Apropos Feder. Eins, zwei. Und der kleine Stock. Nicht du. Der kleine. Das ergibt jetzt Pfeil. Können wir auch gleich mal welche basteln. Es ist jetzt nur ein Pfeil gewesen, ne? Ist eh logisch. Haltbarkeit 27%. Ist ja auch super, ne? Kann man jetzt eigentlich mehrere machen? Eins, zwei. Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss man immer schön einzeln machen, ne? Ist klar. Wiederherstellen. Eins, zwei und drei. Das ist aber mühselig. Vielleicht gibt es ja später mal eine Werkbank oder so, wo wir dann wirklich mehr herstellen können auf einen Schlag.
Da wirst du zum Eierschwammerl. So, und der ist wieder müde, der arme Kerl. Ach Gottchen. Unsere Schlafhaube, ne? So, ab in die Haie. So, bis 9 Uhr abends, das ist eh super. Okay, das war jetzt gerade komisch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das jetzt war. Na gut. Dann hätten wir jetzt Zeit. Ich hasse die Einwohner. Ich hasse die Ureinwohner. Die sind so lästig. Die sind wirklich richtig lästig. Sowas kann man nicht als Nachbarn brauchen, echt. So. Und wie geht das jetzt? D halten zum Demontieren, das will ich ja gar nicht. Das waren jetzt die kleinen Stöckchen, glaube ich, ne? Erweitern? Na. Ich würde die gern lagern. Das passt so? Schaut aus. Gut. Das klappt super, man kann hier nicht raus. Oh. So, jetzt passt's. Hoppala. Ich habe nicht gesehen, dass da noch Seile hin müssen. So, hineinstecken. Einfach damit E drücken. Jetzt schaut's noch was aus. Super Zocki. Jetzt haben wir Platz für die Stöckchen. Jetzt ist er schon wieder am Zusammenbrechen. Warum zum heiligen Kuckuck ist der eigentlich immer so müde? Das ist unglaublich. So, rein damit. 40 Sticks können wir da, also 40 Stöcke können wir da lagern. Das ist hervorragend. Und dient gleichzeitig als eine Art Wand für uns. So, jetzt gehen wir wieder nochmal schlafen. Und zwar anständig. Und hoffen, dass wir gut über die, also durch die Nacht kommen, ne? Aha. Wir haben auch schon wieder irgendwas am Wadel, oder? Mann, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Es wundert mich auch, dass das nicht mehr funktioniert. Herstellen? Gehört da noch was drauf? Na. Hm. Ich probiere es jetzt schon mit Stein auch, das ist mir wurscht. Das klappt auch nicht. Ah, Ascheverband, okay. Jetzt haben wir es. Und den kann ich jetzt da verwenden.
Oder wie? Der klappt jetzt. Na. Was? Was? Ach, gekommen. Das ist mehr als lächerlich. Jetzt schaue ich nochmal nach im Buch. Das gibt's ja nicht. So, was macht man um Himmels Willen? Ekel hatten wir schon. Kratzer, Schrammen, das hatten wir. Geisteszustand, ja, sowieso gefällt. Lebensmittelvergiftung, Parasiten. Wurm. So, der Wurm. Verschlechtert geistige Gesundheit. Bekannte Behandlungsmethoden, Wurm mit der Knochen- oder Fischnadel entfernen. Schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Ach so, okay. Na gut, dann können wir sie doch behandeln. Rucksack. So. Und Verband drüber. Sehr gut. Und wir hauen uns sofort wieder hin, weil die Einwohner sind da, die Ureinwohner. Oh Gott. Und hoffen, dass sie jetzt weg sind. Hört sich, glaube ich, gut an. Na gut. Dann werden wir das jetzt wieder speichern. Jetzt haben wir auch die Methode gefunden, wie man einen Wurm beseitigen kann. Wäre natürlich mal wieder was drin. Hoppala. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich muss den, glaube ich, mehr hier so am Rand platzieren. Dann ist das nicht so im Weg, glaube ich. So. Ja, oder so. Fein. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir versuchen weiterhin im nächsten Part diese grüne Hölle zu überleben. Jo, bis dahin, tschüssi.